Oh shit. Fug. Er kommt immer näher, er kommt immer näher. Und er ist da. Ja, klasse. Also er kommt egal wo. Der ist hier super. Das freut mich ja jetzt mich echt ungemein. Na gut. Zumindest haben wir jetzt gespeichert. Und dann mal gucken. Gehen wir halt doch die anderen Raum da entlang. Ich habe jetzt da nichts gesehen, was wir machen können, außer halt, dass halt noch eine Bombe war. Meine ich zumindest. So, jetzt ist hier aber kein blauer Schirm. Also es scheint hier random zu passieren. Wir müssen hier schon fast im Schnelldurchlauf hier alles erkunden. Um vielleicht alles mitnehmen zu können. Was ja schon ein bisschen ätzend ist. Oh, da liegt noch was. Ich komme hier jetzt gar nicht genau umgucken hier. Aber kein Problem. Ich würde jetzt eigentlich theoretisch wieder abspeichern gehen. Wäre das nicht das Let's Play. Ne? Normalerweise, ich mache das halt nicht, weil es für euch halt echt ätzend ist, das halt alles mit anzugucken. Hallo? Siehst du, da hinten ist auch noch eine Bombe. Wir brauchen ein Zahnrad. Was haben wir hier? Ihr habt keine Ahnung. Was ist das? Proband Nummer 58, Test 92A. Elektrodenplatzierung an M33 der Schmerzregion. Wirkungslos. Erwarte bessere Ergebnisse mit Simulation von Sektion F7 der Neokortex-Region für Einwilligung. Ah, das ist mein eigenes Gehirn. Übernahme des Probanden nur mäßig erfolgreich. Individuelle Züge zum Teil noch vorhanden. Ich weiß aber nicht, wohin damit. Proband Nummer 58, Test 92A. Elektrodenplatzierung an M33 der Schmerzregion. Wirkungslos. Erwarte bessere Ergebnisse mit Simulation von Sektion F7 der Neokortex-Region für Einwilligung. Okay. Übernahme des Probanden nur mäßig erfolgreich. Individuelle Züge zum Teil noch vorhanden. Und wo soll das jetzt hier eingedings werden? Komme ich da wieder zurück? Ah. Warte mal. Was da? Was da? Aha. Aha. Die Identität. Warum will ich denn die Identität? Oder brauche ich die Identität? Wenn wir da drüben noch Pain. Pain ist da unten. Hier. Oder auch nicht. Das war nicht das Richtige. Okay, also das brauchen wir auch nicht. Nee, gar nicht wahr. Ich habe das falsche Segment erwischt. Müsste hier sein. Ja. Na prima. Was habe ich denn jetzt angeleiert? Ich habe keine Ahnung. Warte. Heil? Ein eigenes Forschungslabor. Ich bin beeindruckt. Warum sind Sie zurück? Ich habe Ihnen keine Erlaubnis gegeben. Komm, wir sind doch beide Wissenschaftler. Wissenschaftler streben doch stets nach Wissen und Erkenntnis. Zeig mir deine Experimente. Ich kann dir auch vieles beibringen. Sie würden sie nicht mögen. Sie fänden sie ekelhaft. In der Wissenschaft muss man jede Menge Dinge tun, die Laien abstoßend finden. Ich habe auch schon vieles getan, das für andere geschmacklos ist. Sie denken, ich bin sowas wie ein Monster. Du machst dir viel zu viele Gedanken um dein Äußeres.
Dabei ist doch dein Verstand das, was wirklich zählt. Na, klasse. Das ist Marcello. Ist der andere Ruvik? Vielleicht. Gut, und was haben wir jetzt genau damit gemacht? Außer halt, dass wir diese Audio-Sequenz jetzt gekriegt haben. Sind die hier denn noch da? Ne, die sind nicht mehr da. Das ist ein Grund. Munition, Granaten. Nehme ich alles mit. Das ist ja ganz fein. Wow, 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 wow. Fast erschreckt hat er mich. So, und jetzt? Komm. Geh nach Hause. Natürlich. Ach, fuck. Lauf, lauf. Geh in den Spiegel oder sowas. Nein, er hält an, er hält an. Fick dich. Ey, ehrlich. Was ist denn das für ein Scheiß? Der taucht zufällig auf. Wenn er dich erwischt, dann ist halt Ende Gelände. Und wenn du außer Atem bist, dann kannst du ja Booster erstmal eine Pause machen und läufst ja nicht weiter. Was habe ich denn jetzt angeleiert? Ist das? Ach, hier ist das. Ah, okay. Ja, gut. Nee, ihr mich auch. Gut. Alter! War jetzt angeschlagen von irgendwas oder was? Ich bin ja doof. Oh, na gut. Wir kriegen das noch hin. Irgendwie, früher oder später. Hoffe ich, glaube ich. Ich weiß auch nicht. Hier, mal heilen. Ja, von dem Dingen sind wir angeschlagen gewesen. Von dem. Oh Gott, wie heißt es? Von den Gehirnoperationsdingern da. Bam. So läuft das. So, jetzt lass mich mal noch durch hier. So, und eigentlich würde ich jetzt gerne mal hier absprechen, einfach nur weil mich dieser dämliche Typ da verfolgt. Frage, die ich mir halt immer noch stelle, ist, was habe ich jetzt eigentlich dadurch erreicht, dass dieses Gehirn da operiert wurde, außer halt, wie gesagt, dass halt diese Sequenz da geladen wurde. Ob das jetzt irgendwas weiter jetzt im Gebäude gemacht hat, keine Ahnung. Sie sehen nicht gut aus. Aber mal gucken. Mach mal auf hier. Ah! Ja, die rote Flüssigkeit. Ah, und wir brauchen gar kein Ding, sondern wir müssen nur die rote Flüssigkeit da machen. Okay. Ah, hier ist ein Gang, in dem wir vorher noch nicht waren. Oh nein, guck mal, was da ist. Da ist ein Tresor. Notiz aus Musikzimmer im Anwesen. Zwei Welten, getrennt durch einen zerklüfteten Abgrund. Darüber gesichtslose Beobachter. Sie verlachen die Tragödie. Und unten hilflose Opfer, die alles verlieren. Ich hätte jetzt gedacht, dass da... Achso, wir können es noch genauer beobachten. Brauche ich aber wahrscheinlich irgendwas für. Hier eine Granate. Brauche ich bestimmt dafür. Bestimmt kommt gleich wieder Ruvik. Ich weiß halt jetzt auch nicht, was die Kriterien dafür sind, dass er halt einfach mal auftaucht. Ist halt hin und wieder echt ätzend, dass er halt auftaucht und du weißt, du bist tot. Wenn er da ist, dann ist halt schlecht. Guck. Ja, jetzt ist er wieder da. Er ist wieder da. Ich weiß nicht wo. Lauf! Lauf! Verdammte Axt hier, lauf! Aber mach den nicht hier gleich tot hier. Oh Gott.
laufe mal hier nach oben. Ich weiß zwar nicht, ob das hier einen Sinn macht, aber ich mache das. Na, shit. Er kann sich ja teleportieren. Ey, so ein Kackendreck, ey, ehrlich. Gut. Erklärt halt aber nach wie vor jetzt nicht, was ich jetzt da in dem Raum genau tun soll, weil ich es ja nicht so schnell begutachten konnte. Ich glaube, einige Rätsel hier löse ich, ohne halt wirklich zu erklären, warum ich auf die Lösung komme, ne? Aber ich hoffe halt, dass es für euch halt teilweise zu selbsterklärend ist. Und teilweise vergesse ich halt, darauf einzugehen. Gebe ich ja durchaus zu. Hier ist nix. Oder es ist erst was da, wenn ich hier war. Was haben wir hier? Na shit. Hier. Zack. Nein. Da nicht. Dann mal heilen. Haben wir noch eine Spritze? Das geht noch. Los, komm. Kannst dich hier drin verstecken. Und dann kommt er einfach nicht. Ruvik wird mich hier niemals finden. Niemals! Gut, gehen wir raus. Wahrscheinlich müssen wir uns dann in solchen Dingern da verstecken. Kann ich mir vorstellen. Ja, ja. Tolle Nachricht und sowas. Hier kann ich jetzt nicht raus. Ja, aber was soll ich denn jetzt tun? Ich bin minimal überfragt. Gehen wir hier nochmal lang, damit hier Zombie spawnt. Sag ich doch. So, warte, da ist was gedroppt. Nehme ich doch mal mit. Auch wenn es nur 200 Dinger sind. Okay. Ja, komm, lauf. Ja, ja, lauf ihn direkt in die Arme. Lauf. Die Tür geht nicht auf. Ja, ist so ein Kack. Ja, und jetzt? Jetzt bin ich aus der Puste. Ich bin tot. Bin so tot. Bin so tot. Lauf. Versteck dich im Schrank. Da drüben war ein Schrank. Versteck dich im Schrank. Okay, er ist weg. Aber... was soll ich denn jetzt genau tun? Wir brauchen ja nochmal so eine Blutfiole. Aber woher? Woher? Wir haben hier das Ding auf jeden Fall. Kann ich damit irgendwas machen? Vermutlich nicht, weil ich dafür erst einzelne Drehdinger brauche oder sowas. Vermute ich mal. Ich verstehe halt nicht, wo ich die herkriegen soll. Ich denke mal, wir müssen da irgendwas im Tresor machen, damit da Blutdingens ist und sowas. Aber frag mich nicht, wo ich die herkriegen soll. Diese Drehdinger da halt, weißt du? Falls es wirklich so ist. Ist auch nichts drin. Ja, das soll einer verstehen. Dann machen wir folgendes. Gehen da rein. Speichern nochmal ab. Und dann mache ich nochmal klar auf eine Pause. Und beim nächsten Mal versuche ich dann hier dann das irgendwie nochmal ein bisschen besser hinzukriegen. Ey, dass mich dieser Ruvik da die ganze Zeit verfolgt, ist ja dezent ätzend, ne? Aber was willst du machen? Ist dann halt so, ne? Gut, hier haben wir nochmal ein Bild. Will mir das irgendwas sagen? Da haben wir so ein wachendes Auge. Ich habe keine Ahnung. Echt nicht. Warte, da konnte ich was machen. Warte. Leichennahe Landhaus gefunden. Hatten wir es nicht schon? Identifizierung kann Wochendauer. Außerhalb von des Victoriano-Anwesens wurden 4 Leichen gefunden. An den Toten scheinen mehrere stümperhaften Operationen durchgeführt worden zu sein.
Das ist doch super. Nicht? Hier ist noch jemand vermisst. Vermisst. Ruben Victoriano, geliebter Sohn der wohlhabenden Familie Victoriano, ist seit dem Brand auf dem Familienanwesen verschwunden. Dann ist das wahrscheinlich hier dieses Dingens von Victoriano, das Anwesen da, ne? Ah, na gut. Dies und mehr finden wir dann beim nächsten Mal heraus, wenn es wieder heißt Let's Play The Evil Within. Bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.